Folge von Kiffwurst. So. Bevor ihr euch schon mal fragt, den Typ, der mich irgendwie Guse oder so genannt hat, habe ich jetzt gemeldet. Keine Ahnung, was der Typ jetzt für ein Problem hat, aber ist auch eigentlich egal. Okay, können wir immer. Steht es da? Nö. Ich könnte es. Yes. Technische Daten. Habe ich wieder auch nur. Aber noch. Ah. Da steht's. Hab's wieder vergessen. Nur dass euch jetzt nicht wundert, warum heute und morgen auch World of Tanks kommt. Morgen Geburtstag. Also muss ich vorproduzieren. Heißt wieder zusätzlichen Stress. Aber das ist ja alles easy. Ich mach das einfach. Ist ja kein Problem, zwei Videos World of Tanks kriege ich ja hin. Die Durchschnittszeit von solchen Videos sind ja so 3, 4, 7 Minuten, je nachdem mal. Von dem, vom Schnitt, vom Hochladen, vom Rendern, alles okay. Ist alles easy. Naja. Fand ich sehr interessant, dass ich Kommentar bekomme auf einmal auf den Kriegssimulator mit Huso. Also ich denke mir so, es geht bei dir. Aber ich fühle mich da persönlich jetzt nicht angegriffen, sondern ich denke ganz einfach, mein Gott, wenn du es nötig hast, in Kommentare irgendwelche Leute zu bekommen, die du nicht kennst, dann mach's halt. Mein Gott. Ich meine, die Konsequenz kommt auf jeden Fall, dass sie den Account sperren, blockieren, löschen, keine Ahnung. War relativ wurscht. Dass er dann vielleicht meine ganzen Zahlen wieder hochtauschen, die er habe und so weiter. Also eigentlich sollte ich super dankbar sein. Aber ich bin jetzt nicht, weil. Ich will ihn beleidigen, jetzt beleidigen und. Ja. Das ist so eine Sache von. Naja, Respekt und Anstand. Beziehen. Haben seine Eltern irgendwo nicht einiges falsch gemacht. Wo ich die nicht mal überstehe. Na komm schon. Hab ich? LOL. Ein Bärsmann. Ja, es gibt mehrere Taktiken hier, die man holen kann. Das ist ein bisschen blöd. Also wenn der Typ, der mich beleidigt hat, vielleicht schreiben könnte, was er mir verstellen würde, würde es mich vielleicht mal jetzt mal hier, könnte ich es verstehen. Also nicht die Beleidigung, sondern halt die Meinung. Was zum. Ich meine, mich hier abzusnipen. Das ist nicht. Ich drehe mal kurz. Ich versuche es mal auf den, ich habe jetzt mal fairen Weg, noch die Möglichkeit zu sagen, was das Problem ist, aber ich denke mal, so wenig Anstand wird haben, so wenig wird er auch ein Kommentar oder eine Rechtfertigung da lassen. Hey, 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 nicht schon wieder sowas, Alter. Wie ich denn nicht? Mann. Na. Alter, was ist dein Problem? Hallo? Problem.
ich das mache. Und jetzt habe ich mir so überlegt, wie tun das. So, ich bin da runter. Und dann muss man mich hier noch nicht anziehen, schon deswegen, wenn ich schon halb tot bin. Naja, das zweite Video produziere ich jetzt, habe ich ja gesagt. Und damit ist ja alles irgendwas geschehen. Und dann wird es wahrscheinlich erst einmal reagieren können. Auch viele Mitarbeiter und andere Leute im Vortrag zu bedanken. Ja, ich halte so drauf. Ich lasse mich ungern von irgendwelchen Blöden oder Leuten, wenn sie keinen Anstand haben oder bei der Richtung zu. Warum bei den Titeln? Was soll ich denn sagen? Nicht. Aua. Bleib weg. Ich will die sterben. Junge, warum kommt da keiner? Dankeschön. Das war's für uns. Raus hier. Naja, Leute, ich hoffe natürlich, ich hat's gefallen. Habt aber nicht kommentiert. Wir sehen uns dann damit morgen. Ich muss ja weiter, Mann, ihr wisst Bescheid. Also, tschüss.